Geistbockheim leben wir mit Freud und Frust. Denn ob Mailand oder Krasnodar, auch in Aue sind wir immer da. Im Ostseestadion, in Kopenhagen klingelt's Telefon. Denn wir sind trotzdem hier. Hamburg und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Impfpassfälschen leicht gemacht mit Dennis und Marco. Moin, herzlich willkommen. Bei mir ist der Apotheker von Marcos Anfang, ja. Der Robot-Tennis, der Marco. Moin Marco, grüß dich. Hi, moin. Also für alle, die noch einen Impfpass brauchen, nicht bei Marcos Anfang melden. Ich glaube, die Methode ist aufgefallen. Ja, unsere sind besser, ne? Da kann man ja. keine Fälschung nachweisen. Wahnsinn, ja. Genau. Und dann live aus dem Gesundheitsamt Köln-Löwe nicht zugeschaltet ist der Moritz. Moin Moritz, grüß dich. Hallo. Genau, ich hoffe, eure Impfausweise sind alle echt und wir müssen da nicht irgendwie auf 2G euch hier rausschmeißen oder so. Nein. Mhm. Bei mir ist alles echt, auch nicht während eines Trainingslagers komischerweise eingetrudelt. Also tatsächlich... alles in Sack und Tüten. Weil du ja tatsächlich an einem Spieltag geimpft wurdest, ne? Also insofern, ja, das wäre dir auch auffällig, wenn da einer kommt. Ja, gut, aber ich bin natürlich auch kein Offizieller und reise da nicht vorher an, ne? Also, noch nicht. Ja, dann lassen wir das Thema Impfen auch mal hinter uns, weil ich glaube, die Leute warten dann eher darauf, dass wir über sportliche Dinge reden. Das tun wir auch gleich, aber erstmal müssen wir noch zwei, ich sag mal, honorably Mentions machen. Simon Terodde hat den Torrekord der eingleisigen Bundesliga jetzt endgültig für sich gewonnen. Mit einem Kopfballtor gegen eben jenes Werder Bremen ist ab jetzt der alleinige Rekordhalter vor Dieter Schatzschneider. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Vor allem, weil da ja auch einige Tore von für uns, davon sind für uns gefallen. So. Das ist richtig. Ja, war ja zu sehen, dass der Rekord unter normalen Bedingungen fällt. Ja. Glückwunsch, Simon Terodde. Typischer Zweitliga-Kicker. Ja, aber ich da, also. Ja, ist auch völlig okay. Ich würde es, glaube ich, genauso machen wie er. Ich bin doch lieber der unangefochtene Hero bei Schalke und da irgendwie Kapitän und der Rekordtorschütze der zweiten Liga, als so der dritte Einwechselspieler beim FC irgendwo auf Platz 11 der Bundesliga. Ja. Das ist, wird er wahrscheinlich auch nicht sonderlich viel weniger verdienen. Das glaube ich auch, ja. Ja. Aber das wäre auch irgendwie, er hatte davor doch irgendwie 9 Spiele oder so ohne Tor dann auf einmal. Mhm. Das wäre auch eine Geschichte gewesen, wenn ausgerechnet halt, weil er bei Schalke spielt, es dann nicht hinkriegt, den Torrekord noch zu holen. Ja, dann wäre der nochmal irgendwo ein Jahr hingegangen. Also ja. der hätte das irgendwie, also ich meine, der ist ja jetzt auch noch keine 44 oder so. Also den, das war ja klar, dass der den tatsächlich sich holt. War ja nur die Frage, wann holt er sich den? Aber ja. Vor allem mit der, glaube ich, auch mit seiner Entscheidung in der zweiten Liga zu bleiben, unterm Strich sogar mehr Geld verdient haben, als wenn er aufsteigt. Also A, weil der einfach mehr Siege einfährt in der zweiten Liga als in der ersten, also sprich mehr Punktprämien bekommt. Und B, weil der immer nur noch Einjahresverträge macht beim HSV und bei Schalke. Das heißt, der geht da ablösefrei hin, kassiert das Handgeld dann ganz schön. Und weil es ja nur für ein Jahr ist, ist ja die Bilanz ganz anders ausgeglichen hinterher. Kannst also viel mehr Gehalt verlangen, als wenn du dafür 3 Jahre unterschreibst. Also es wird sich auch finanziell für ihn gelohnt haben. Ja, ich glaube jetzt nicht, dass wir uns finanziell um Simon Terodde Sorgen machen müssen. Nee, in trockenen Tüchern. Gehe ich auch von aus, ja. Genau. So, und dann noch, damit das nicht untergeht, wenn wir am Ende der Folge erst die Durchsagen machen, mache ich es an dieser Stelle jetzt hier. Und zwar wurden wir gebeten, auf die karitative Aktion der Wilden Horde hinzuweisen, die mal wieder an Essen für Pence Teilnehmer organisieren. Da lese ich einmal kurz den Disclaimer-Text vor. Seit vielen Jahren spenden FC-Fans in der Vorweihnachtszeit für den Kalka-Kinder-Mittagstisch. Die Organisatoren des KKM sorgen seit 2009 dafür, dass sozial benachteiligte Kinder nach der Schule ein kostenloses Mittagessen bekommen. Gerade in der aktuellen Lage sind sie noch mehr auf Hilfe angewiesen. Wir möchten diese tolle Sache daher trotz der aktuellen Beschränkung auch in diesem Jahr unterstützen und rufen alle FC-Fans dazu auf, Lebensmittel zu spenden. Helft den Pens in Kalk,
Räumt eure Vorratsschränke leer, packt eure Masken ein und kommt an einem der vielen Termine in den jeweiligen Locations vorbei. Wie auch in den Jahren zuvor bitten wir euch vorzugsweise um lange haltbare und gut verpackte Lebensmittel, wie zum Beispiel Nudeln, Reis, Konservendosen und so weiter. Die Aktion findet vom 10.12. bis zum 20.12. statt und es gibt super viele Locations, wo man die abgeben kann. Fans vom FC können das vor allem beim Heimspiel gegen Augsburg am 10.12. machen oder beim Kölner Fanprojekt am Gerionswall auch am 20.12. Ja, ich weiß gar nicht, kann man auch irgendwie Pakete schicken, wenn man nicht in Köln wohnt? Oder ich warte noch auf Info, ist angefragt. Auf jeden Fall eine coole Sache, also wenn ihr da irgendwie Bock drauf habt und sagt, ja, ich habe ein bisschen, trotz Corona kann ich ein bisschen was erübrigen und kann damit Kindern helfen, die vielleicht aus sozial schwachen Familien kommen oder aus Familien, die jetzt durch Corona, wo die Eltern vielleicht die Arbeit verloren haben oder in Kurzarbeit verstecken und so. Also ich glaube, es gibt kaum einen ehrenwerteren Zweck, als Kindern irgendwie Mittagessen auf den Tisch zu stellen. Und insofern, coole Aktion, nehmt daran bitte teil. Link gibt's in den Shownotes, einfach mal hier in die Beschreibung der Folge reinschauen. Da haue ich euch den Link rein. Aber auch einfach auf wh96.de, also wildehorde96.de kann man auch gehen, da findet man es dann sofort auf den ersten Blick und Klick. Ja, coole Sache. Also wenn Pakete möglich sind, dann schicke ich auch gerne ein Paket dahin. Wenn nicht, dann muss ich es dir schicken, Marco, und du musst es dann persönlich da vorbeibringen. Bekommen wir auch hin. Ja. Oder irgendeinem Hörer, der in Köln wohnt oder Hörerin. Vielleicht findet sich da auch jemand. Falls die Wilde Horde selber keine Pakete aus Hamburg annimmt, dann meldet euch bei mir, dann schicke ich es euch nach Köln und ihr fahrt da bitte einmal kurz vorbei und schmeißt es mal eben. Ja, da gibt es mal eben kurz ab. Genau. So, Sportliches, meine Herren? Gerne. Okay, dann reden wir mal über das Spiel gegen den FSV Mainz 05. Ich muss mal eben kurz würgen. Ja, sollen wir damit anfangen? Das habe ich auch als Punkt hier aufgeschrieben. Was ist das für ein unsympathischer Drecksverein? Also Entschuldigung, aber das kann doch nicht sein, dass die spielen ja fast wie Augsburg. Die treten ja da alles kaputt, was sich bewegt. Die machen uns den Modest kaputt, kriegen dafür nicht die rote Karte. Der Onisivo zieht gegen Timo Horn voll durch, kriegt nicht mehr Geld dafür. Und dann erdreistet sich dieser, den ich bis dahin ganz cool fand eigentlich, der Bo Svensson, erdreistet sich auch noch, sich über das Foul von Marc Uth aufzuregen, was ja nicht mal Absicht von Marc Uth war, und macht da so einen Clownstanz da an der Linie. Vor allen Dingen sein komischer Assistent mit dem weißen Pullover, da tanzt da rum wie so ein Rumpelstilzchen, ist selbst auf der Pressekonferenz noch aggro, obwohl die nach allem getreten haben, was sich bewegt hat, obwohl die Modest kaputt getreten haben und obwohl die versucht haben, Timo Horn kaputt zu treten. Was ist mit denen nicht in Ordnung? Ja. Ja, danke. Wenigstens muss ich mich nicht mal aufregen. Also, du hast das schon richtig zusammengefasst. Tatsächlich ist Mainz für mich einer der unsympathischsten Vereine mittlerweile. Also, wer auch schon mal in Mainz im Stadion war, kennt mittlerweile diese schöne Begrüßungsatmosphäre dieses wahnsinnig tollen Stadionsprechers. Also das hat ja Leipzig-eske Züge mittlerweile. Und also für mich haben die Fans vom FSV Mainz tatsächlich zum Ende der Partie mit Schieber, das hat mein Humorzentrum getroffen. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich fand Dennis Aitekin zum wiederholten Male eine Vollkatastrophe. Ich bin tatsächlich kein Dennis Aitekin-Freund und werde es auch nie werden. Und der soll sein Astro-TV machen, aber soll bitte möglichst sich weit aus der Bundesliga als Schiedsrichter entfernen. Oder nur noch Gladbach pfeifen. Ja, oder irgendwas anderes machen, aber nicht mal bitte uns. Also das ist, fand ich sehr, sehr schwierig. Im Amateurbereich kannst du ja darum bitten, dass der Schiedsrichter nicht mehr angesetzt für einen, ob das in der Bundesliga auch geht? Ich glaube, grundsätzlich kann man das machen. Ich weiß, dass irgendwann der FC mal,
ich weiß gar nicht mehr, für welchen Schiedsrichter da so eine Bitte beim DFB gestellt hat, aber. Hat nicht Schalke sich verbitten, von Markus Merk gepfiffen zu werden, nach diesem Meister der Herzen? Viel, ja, oder? Ich glaube ja. Oder auch, ich meine, beim FC gab es auch mal irgendeinen Schiedsrichter, der irgendwie auch auf so einer Liste stand, aber ich weiß nicht, ob der DFB das tatsächlich durchzieht oder ob das so ein, ich sag mal, frommer Wunsch ist und man, also ich sag mal so, ich sag meinen Kindern auch immer, dürft euch zu Weihnachten alles wünschen, nur ob das dazu kommt, das weiß ich nicht, das steht nicht mehr auf meinem Papier, deswegen weiß ich nicht, ob das ähnlich wie so ein Wunschzettel ist, der nur eine Wunschabsichtserklärung ist sozusagen. Hören deine Kinder hier zu? Ach, bist du Jeck. Gut, dann dürfen wir es an dieser Stelle verraten. Da steht schon auf deinem Zettel drauf, Marco. Es gibt keinen Weihnachtsmann. Das, wo es kommt, immer das Christkind. Das Christkind gibt es auch nicht, du. Das bist schon du mit deinem Einkommen. Ach so, ja. Das dürfen nur die Kinder halt nicht wissen, bis sie 10 Jahre älter sind. Nee, aber mal ganz kurz zurück. Also, wenn wir schon irgendwelche Schiedsrichter ablehnen, wäre es bei mir aber nicht Dennis Aitekin. Also, da haben uns andere Kandidaten dann schon doch mehr in der Vergangenheit reingefühlt. Ich mag ihn auch nicht. Nee, mögen tue ich ihn auch nicht so. Also ich finde ihn nicht sympathisch, aber er hat uns jetzt noch nicht signifikant oft verpfiffen. Aber das bringt ja mich zu der Frage, war es denn jetzt eine rote Karte, was Bell oder ja. Kann die beiden nicht auseinander? Bell. Was Bell sich da geleistet hat. Also für mich ist schon die Art und Weise, wie er in den Zweikampf geht, dunkelgelb. Und also ich meine, ich muss auch tatsächlich, habe ich eine Frage da gleich zu, wieso in Herrgotts Namen sagt Baumgart auf der Pressekonferenz, ja, das ist kein Elfmeter, ist keine rote Karte. Also wenn das nicht letzter Mann ist, dann was soll dann letzter Mann sein? Also ist dann letzter Mann wirklich, der läuft mit dem Ball am Fuß auf den Torhüter los und wird von hinten ungesemst? Also klar hatte den Ball Modest nicht am Fuß, aber ich sage jetzt mal, die Wahrscheinlichkeit ist meiner Meinung nach bedeutend höher, dass Modest an den Ball kommt und dann ist er alleine auf den Torhüter zu. Also ja. Für mich ist das eine klare Notbremse. Ja, ich habe es mir auch dann nochmal angeguckt und ich glaube auch, wäre halt nicht so hart getroffen worden, hätte er halt, glaube ich, im nächsten Schritt einfach den Ball am Fuß in gewisser Weise gehabt oder zumindest so noch berührt, dass er dann wirklich mit dem Ball einfach aufs Tor gelaufen wäre. Also ja, ich glaube schon, dass eine rote Karte gut gewesen wäre, weil man sonst dann nur gesehen hat, dass der Ball dann total weit weg war, aber nur halt, weil Modest halt dann schon lag. Ja. Ja, vor allem, also wenn jetzt Zentner auch irgendwie am 16er gestanden hätte, dann kann ich das Ganze noch nachvollziehen, aber das stand er nicht. Also ist für mich nicht nachvollziehbar, dass man da nicht die Notbremse nimmt und naja. Ja, ich glaube aber auch, dass also so vom Spiel her, dass irgendwie alte Kinder nicht irgendwie so krass eingreifen wollte, dass dann auf einmal eine rote Karte halt dann da ist. Es wäre kurz nach dem Rückstand, oder? Muss das gewesen sein? Stand es da nicht sogar noch 0-0? Ich glaube, stand da 0-1 und dann war es so die erste Reaktion direkt und die Kilian haut den nach vorne, irgendwie der Ball rutscht irgendwie durch und dann ist es halt passiert. Und ich glaube, dass er da halt schon auch mit reinnimmt, dass Bale da jetzt auch nicht wirklich Modest verletzen wollte. Das glaube ich auch. Ich glaube, das war einfach eine sehr dumme Aktion von Stefan Bale, aber keine bösartige, mit der Idee, Modest da abzuräumen. Nee, also ich glaube auch nicht, dass der ihm in den Rücken springt, um ihm da den Rücken zu brechen, aber ja, du hast recht, das ist genau nach dem 1-0. Aber für mich ist es tatsächlich egal, ob das jetzt nach dem 1-0 ist oder ob es da 0-0 steht, das ist. Also es wird uns ja auch immer suggeriert, es ist egal, wo das Foul passiert, ob am Strafraum, im Strafraum, ob im Mittelkreis, es muss gleich bewertet werden, dann muss es auch gleich bewertet werden, wann das Ganze stattfindet. Also ob es da noch 0-0 steht oder halt 7-0 schon. Also das ist ein klares Foul, es ist mindestens gelb und
Auch weil er ist der letzte Mann. Da ist weit und breit kein Mainzer, der eingreifen kann. Also der Mainzer, der rechts neben ihm steht, der steht ja, ich sag mal, auch noch davor. Also Bell ist letzter Mann. Und das ist nachweislich dann eine Notbremse. Also ich. Ich überlege, dass dann gleichzeitig Duda eine gelbe Karte bekommen hat. Ja, für so ein lächerliches. Wo ich auch gefragt habe, so, okay, was ist denn daran? Ein lustiges Fall. Er entschuldigt sich danach und das wird dann gleich bewertet mit einer gelben Karte. Ist schon auch dann ja in der gesamten Bemessungsgrundlage irgendwie komisch und eine komische Linie. Da gebe ich dir recht. Das ist oder auch dieses Ding, wo ich glaube Onisivo in Timo Horn reinläuft. Also klar will der Timo Horn nicht wegtreten. Aber Horn schlägt den Ball weg und Onisivo läuft dann seitlich in Horn rein. Also auch das ist eine gelbe Karte. Oder ich weiß gar nicht, welcher Mainzer das war, der irgendwann im Prinzip irgendeinen Kölner Konter unterbricht, indem er am Trikot fasst. Oder ich weiß nicht, wie oft auch hier der Innenverteidiger Hack da Anderson so umklammert, dass da kein Zweikampf zustande kommt und Anderson zweimal hochspringt, der reißt den beides mal zu Boden und wird auch nicht mal für ermahnt. Also ich fand, das war jetzt keine richtig gute Leistung von Dennis Aytekin. Ja, aber von wem das eine richtig gute Leistung war? Wisst ihr, von wem das eine richtig gute Leistung war? Vom 1. FC Köln, um jetzt mal darauf zu kommen, dass wir uns nicht nur am Schiedsrichter abarbeiten, sondern auch mal unsere Jungs ein bisschen loben. Also ich finde, so in Mainz, die ja so ein bisschen so die, also ist auch so ein bisschen die Mannschaft der letzten 20 Spiele sind, wenn man so die Rückrunde mit reinrechnet, vielleicht neben Freiburg, so aufzutreten in einem Auswärtsspiel, finde ich schon sehr beeindruckend, über 60 Minuten zumindest. Alle Zahlen sprechen für uns. Wir haben eine bessere Zweikampfquote, Passquote, den höheren Expected Goals Wert, wir hatten die größeren Chancen in der ersten Halbzeit. Also an sich warst du eigentlich ein richtig gutes Spiel vom FC, oder sehe ich das falsch? Stimmt. Es war ein gutes Spiel, aber es war ein gutes Spiel bis auf genau eine Szene, bis auf die 41. oder 40. 41. Minute. Weil du lässt dir halt, ich meine, ja klar, das ist ein gutes Spiel über, naja, ich sag mal, wird 90 Minuten, ich würde mal sagen, so 75 Minuten und ich finde, ab der 75. Minute war das Spiel kaputt. Da ist ja, ich sag mal, bis auf die letzten zwei Minuten, wo Mainz irgendwie nochmal Lunte gerochen hat, da war ja nichts mehr. Also es war ja kein Spiel mehr. Das war ja ein Fehlpass-Festival von beiden Teams. Da war irgendwie gefühlt die Luft raus, aber ich finde halt, bis zur 41. Minute und danach haben wir richtig guten Fußball gespielt. Aber ich finde, diese 41. Minute da, hat man sich schon wieder, hat man schon wieder hingekriegt, dass man wieder wie die Deppen dastehen, ne? Also extrem unverdient, finde ich. Diese Führung, klar. Mainzer. Natürlich, komplett unverdient. Ja, klar. Der Burkhardt war ja vorher schon mal durch, ne? Hat dann irgendwie verzogen. Und spätestens da hat man vielleicht merken können, ja, vielleicht sollte ich den mal so ein bisschen auf dem Schirm haben, den Herrn Burkhardt. Aber das, also, da sieht leider auch Luka Kilian, der ansonsten, finde ich, ein gutes Spiel gemacht hat, sieht der in der Szene leider auch nicht gut aus. Lässt sich da sehr, sehr schnell verladen. Dann hat ja Burkhardt sogar hinterher im Interview zugegeben, dass er den Ball ganz anders spielen wollte. Deswegen, also jetzt kommt ein Novum für diesen Podcast hier. Deswegen finde ich, man kann Timo Horn da überhaupt gar keine Schuld an diesem Tor geben, auch wenn es wie immer ein bisschen unglücklich aussah. Aber also, nee, kann er für mich aus der Distanz nichts für, vor allem wenn der Schütze den Ball falsch trifft, als er das eigentlich vorhatte. Deswegen geht da für mich das eher auf Kilian und das hat auch der Tom in unserem Twitter-Spaces schon in der Halbzeit gesagt. Auch ein bisschen auf die Kappe von Florian Kainz, weil der diesen Fallrückzieher in die Mitte des Spielfeldes macht, wo er nicht kontrollieren kann, wo der Ball hinkommen wird. Und damit natürlich dann genau die Mainzer zum Kontern einlädt, statt den Ball irgendwie nach außen mit seinem komischen Kunststück da zu befördern. Also, ja, Luka Kilian sieht da sicherlich nicht gut aus, muss vorher in das Tackling gehen, bevor es in den 16er geht und lässt sich dann austanzen, aber auch bei diesem Gegentor sieht Timo Horn nicht gut aus. Nee, finde ich überhaupt nicht. Also wir lassen erstmal jetzt Moritz seine Meinung abgeben, aber dann werde ich euch erklären, warum das nicht Timos Schuld war. Ausnahmsweise.
Also ich gehe da voll mit, dass da Kainz und Kilian auf jeden Fall auch nicht gut aussahen. Und gerade Kilian irgendwie unglücklich aussah, was er dann wieder weggemacht hat am Ende. Aber ich finde schon, dass Horn da auch ja, Aktien drin hatte. Also ich habe es mir nochmal angeguckt und ich glaube, er hat da wieder diesen komischen, diesen Hüpfer drin, wodurch er nichts machen kann. Und dabei geht ja wirklich ein paar Zentimeter von seinem rechten Fuß dann einfach rein. Der ist ja nicht platziert gewesen. Ja, Also und auch kein deswegen, Strich. ja, er hätte, glaube ich, einfach nur irgendwie das Bein weiter ausfahren müssen oder die Hand irgendwie hinbringen müssen und dann wäre der Ball nicht reingegangen. Also, ich glaube tatsächlich, das ist ein Spiel, also das ist ein, ist sicherlich eine nicht unbedingt sein Gegentor. Also es geht nicht komplett auf seine Kappe, aber ich finde einfach, da sieht der halt, also dadurch, dass der Ball so an Millimeter an ihm vorbeitrudelt, ja, ich weiß nicht, ich kann da nicht, ich sehe da nicht, dass da irgendwie Naja, dass also er da keine Aktie drin hat. Ich sehe es nicht. da muss ich jetzt hier mal den großen Verteidiger von Timo Horn machen, was ja einer gewissen Ironie nicht entbirgt oder wie sagt man, entsagt, weil ich kann ja mein Twitter fast schon nicht mehr aufmachen, wenn Timo Horn einen Fehler auf dem Platz macht, weil dann meine Notifications komplett durch die Decke schrauben, wo alle sagen, ja, trotzdem hier, müsst ihr auf jeden Fall am Montag besprechen, was der Timo da wieder gemacht hat. Ja, wir haben inzwischen diesen Ruf als Timo Horn Teenage Fanclub hier anscheinend. Nee, aber ich finde, er hat an dem Tor überhaupt keine, also keine Aktien stimmt nicht, aber er kann da nichts für, weil also er rechnet mit dem Schuss in die lange Ecke, den ja Burkhardt auch will. Burkhardt will in die lange Ecke schießen, trifft den Ball nur total schlecht, das sagt er selber hinterher im Nachgang des Spieles. Also Timo rechnet mit dem Ball in die lange Ecke und hat deswegen sein komplettes Gewicht so verlagert, dass er auf die lange Ecke gehen kann als Torwart. Und dann, wenn du mit dem Ball in die lange Ecke rechnest und aus der Distanz nochmal dein ganzes Gewicht auf den anderen Fuß verlagern, das schaffen vielleicht so Eishockey-Torhüter, weil die halt auf dem Eis stehen und deswegen eine andere Friktion haben. Aber ich glaube, als Bundesliga-Torwart, der ja auch so seine 90 Kilo wiegt und Stollen hat, die im Rasen sind, hast du keine Chance mehr, dazu was zu machen, außer einen puren Reflex. Den Reflex hat er sogar, also das Bein zuckt ja noch raus, aber ich glaube, da kann der echt nicht viel für. Überzeugt mich nicht vollumfänglich. Also, ja, ich weiß, was du meinst, aber es ist halt so Wasser auf meine Mühlen, ne? Also es ist, vielleicht hast du nicht ganz Unrecht, dass ihn dann sicherlich nie nicht die komplette Schuld trifft, aber ist halt auch nicht so hundertprozentig, ne? Ja, ich frage mich halt auch mich, also gerade ist es ja eigentlich insgesamt relativ ruhig, ist es irgendwie punktemäßig irgendwie im Nichts. Ich überlege halt so, okay, eigentlich würde ich gerne Schwalbe auch mal im Bundesligator sehen und nicht nur im Pokal. Aber das jetzt zum Beispiel aufzumachen vor dem Derby, was denkt ihr? Wäre vielleicht auch ein bisschen hart, gerade nach seinem Jubiläum mit 200 Spielen und dann wird er auf die Bank gesetzt gegen Gladbach. Wird nicht passieren. Das wird Das glaube ich nicht auch mehr nicht. Das wird passieren. ich, wird auch Nie. nicht passieren, nein. Nie. Der kann sich die Bälle selber ins Tor reinfäusten. Der und Rafa Tschichos müssen irgendwas in der Hand haben gegen Alex Werle oder so. Ich weiß es nicht. Irgendein Video vielleicht mal heimlich gefilmt haben oder irgendwas. Anders kann ich mir es nicht mehr erklären. Aber es wird nicht passieren. Also, ich hatte Hoffnung, dass Steffen Baumgart da wirklich ein krasses Leistungsprinzip ausruft. Tut er für mich, also auf der Torwartposition bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Habe ich letzte Podcast-Folge ja schon gesagt, dass ich Marvin Schwebe jetzt auch nicht für den Messias da in Orange halte. Aber da Tschichos ja auch immer spielt, der nur objektiv wirklich, wirklich viele Klöpper drin hatte diese Saison und trotzdem immer noch den Vorzug vor einem Hübers oder einem Biré kriegt, glaube ich auch nicht, dass Baumgart dieses Leistungsprinzip wirklich zu 100% vorlebt, sondern auch sagt, es muss gewisse Säulenspieler geben, die immer spielen, ob sie jetzt gut sind oder nicht. Ja, also
Ich sag mal so, das ist nicht Timo, es ist nicht Timo Horns Fehler, aber finde, sieht da auch nicht gut aus. Und vielleicht muss man es dabei belassen. Ich finde auch, wir haben das Spiel unentschieden gespielt und wir haben das Spiel nicht gewonnen, nicht weil Timo Horn das Ding kassiert hat, sondern weil wir unsere Torchancen nicht gemacht haben. Weil das ist, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, wir haben noch gar nicht über diese Duda-Chance vor dem leeren Tor zum zweiten Mal in dieser Saison gesprochen, wo der freistehend vor dem leeren Tor den Ball drüber hebt. Oder aber auch den Kopfball von Luca Kilian vor dem, oder zweimal sogar zwei Kopfbälle von ihm, die du beides Mal auch besser setzen kannst. Und gerade der zweite, der da am langen Pfosten vorbeistreicht, der kann auch drin sein. Und wenn du davon einen reinmachst, dann steht es halt vorher 1-0. Und dann kommst du vielleicht gar nicht in diese Bredouille, jetzt drüber sich über so ein scheiß Gegentor zu sprechen. Ja, also Luca Kilian will ich keine Vorwürfe machen. Also A, weil er noch sehr jung ist und B, weil er diese Bälle immer unter Gegnerdruck spielen musste. Also da ist es natürlich dann, du musst dich gegen deinen Gegner durchsetzen und dann noch den Ball platzieren. Das ist schon eine Nummer schwerer als das, was André Duda da gemacht hat. Ne? Also also Duda jetzt gegen Leipzig war schon hart an der Grenze. Aber jetzt der war ja wirklich schwerer drüber zu schießen, als reinzuschießen. Also der hat ja auch im Länderspiel, ich glaube, 4 Tore geschossen. Ne? Der hat auch 4 Tore gegen Moldau und gegen Malta. Gut, jetzt nicht die allerhöchsten Gegner auf dem Tablett. Aber wenn du mit dem geballten Selbstvertrauen von 4 Toren kommst, dann ist das doch eigentlich, stimmt nämlich gar nicht, gegen Malta und gegen Slowenien. Muss ich gerade korrigieren, gegen Malta und Slowenien. Also einmal das 2-0, das 4-0, das 6-0 gegen Malta und das 1-1 gegen Slowenien. Da musst du doch eigentlich eine breite Brust haben, um das leere Tor zu treffen, oder? Ja. 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 Also, ich habe manchmal bei André Duda so das Gefühl, der will dann, wenn er in diese Szene kommt, weil, also man muss auch sagen, der Schuss, der da zu dem Abpraller führt, ist auch schon nicht richtig gut. Also, der ist auch schon richtig massiv unplatziert. Und der steht frei vor Zentner und murmelt dem das Ding irgendwie in die Arme fast. Dann Zentner, der auch sicherlich nicht den sichersten Eindruck auf mich gemacht hat, lässt das Ding dann irgendwie abprallen. Du bekommst und kommt dann irgendwie auch nicht richtig an den Ball. Und dann, vielleicht hat das einfach auch was mit Kopf zu tun, dass du dich halt nicht bis zum letzten Punkt konzentrierst und denkst, yo, jetzt hämmer ich dem da Ding rein und dann drehe ich jubelnd ab und ich überlege mir schon mal, wie ich jubel und dann hebst du das Ding eben drüber. Und der Platz war auch nass. Ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat. Keine Ahnung. Also ist tatsächlich ärgerlich, weil so Chancen machen unsere Gegner reihenweise rein, ne? Ja, ich glaube, weil ich würde da ein bisschen widersprechen, wie es um André Duda da geht, dass er da nicht ganz konzentriert war, in dem Sinne, also ich habe jetzt eine Überheblichkeit rausgelesen, dass er irgendwie überheblich da schon wäre und schon gedacht hätte, er macht den rein. Ich glaube, es ist eher das Problem, dass er aktuell zu viel an sich zweifelt und genau dieses Selbstvertrauen hat nicht hat gerade und irgendwie so dann erzählt, wie Scheiße am Fuß hat. Und ich finde nämlich, dass es sonst so ist, dass er eigentlich gut spielt, engagiert spielt, aber es gelingt halt einiges leider nicht. Aber ich sehe sozusagen, er ist zumindest stets bemüht und winkt da irgendwie in dem Sinne nicht ab. Und so wie es halt eher letzte Saison war, mit dem, dass er wusste, dass er der absolut geilste Spieler ist, vom FC und dass er eigentlich gar nicht runtergelassen werden kann, weil sonst eigentlich so mit dem gar keiner mehr irgendwie Fußball spielen kann. Den Eindruck hatte ich eher letzte Saison. Aber ich glaube wirklich, dass das tatsächlich eine Kopfsache ist, ähnlich wie bei Modest, als es bei ihm nicht lief. Ja. Ja, ich meine, ich würde mir eh wünschen, das habe ich aber auch schon öfter gesagt, einfach mal einen Lampard da reinschmeißen. Der war ja wieder jetzt nicht im Kader. Und überhaupt finde ich, also ist ja so ein bisschen Königskritik hier, Steffen Baumgart zu kritisieren,
Aber so die Förderung der Nachwuchsspieler gefällt mir eben noch nicht. Dann ist mir noch alles zu viel so, lass mal eine U21 Spielpraxis sammeln und so. In so einem Spiel, wir haben doch, glaube ich, auch nicht fünfmal gewechselt, oder? Wenn ich es gerade nicht falsch am Schirm habe. Wir haben doch nur Schaub, Thielmann und Anderson reingeschmissen, oder? Und Skiri, viermal. Skiri, wir haben viermal gewechselt. Ja, also hat man noch einen Wechsel frei. Da kannst du doch auch mal dann. Du hättest, wenn, noch einen Doppelwechsel machen müssen. Ja, klar, meine ich ja. Also du hattest nicht einen Slot frei, aber einen Menschen, den zusammen mit Schaub und Thielmann auf den Platz schmeißt, noch frei gehabt. So. Warum da nicht mal Tim Lemperle reinschmeißen? Also für mich ist Thielmann der Einzige, der so wirklich nah an der Mannschaft dran zu sein scheint. Du siehst schon bei der Kader-Zusammennominierung, dass da im Zweifel immer die Jungen gestrichen werden. Ne? Also jetzt der Thomas Oschlag vor dem Spiel. Und da denke ich mir, also warum? Lemperle hat doch gegen Bochum ein Tor gemacht. Der wirkt immer so, als wenn er nah dran wäre. Eins zu schießen, der hat ja auch in irgendeinem Spiel, habe ich gerade vergessen, wo er die große Chance hat, gegen Fürth, glaube ich, oder so, wo er noch das 3-1 oder 4-1 hätte machen können. Oder nee, im Pokal war das, genau. Im Pokal gegen Stuttgart, wo er noch das 3-0 hätte machen können. Ja, also warum nicht einfach mal reinschmeißen? Der hat einen guten Abschluss, der Junge, der hat eine gute Geschwindigkeit, der ist mal ein anderer so Stürmertyp als Anderson und Modest, das sind auch ein bisschen anders als Duda und Ud. Ja, why not, Steffen Baumgart, why not? Ja. Ja, ich bin da tatsächlich bei dir. Vor allem, weil wir, ich sag jetzt mal vorsichtig, neben dahin, also wir haben drei defensive, also Verteidiger nominiert. Isibue, Hübers, Meret. Und ja, und Schindler noch auch, oder? Und aber ist Schindler jetzt, also ist für mich jetzt kein Verteidiger. Er hat bei uns die Saison öfter Rechtsverteidiger gespielt als woanders, muss man sagen. Und ich weiß noch nicht, ob es wirklich Sinn macht, dass man Easy und Schindler beide als schnelle Rechtsaußenbahnspieler nominiert. Ja, also genau, also ich wäre nämlich jetzt auch dazu gekommen, Anderson, Skiri, Schaub, Thielmann würde ich auch mitnehmen. Der einzige Punkt, den ich da hätte, ob man Kingsley Schindler mitnehmen muss und nicht dafür einen der Jungen mitnimmt. Ob es nun Ostrak, Lemperle oder Obutz oder wer auch immer, es ist mir dann relativ egal, aber das würde ich auch gern sehen. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, naja gut, aber wenn die Jungs dann, ich sage jetzt mal vorsichtig, 90 Minuten auf der Bank sitzen, ist es vielleicht auch besser, dass die zumindest in der U23 ihre Spielpraxis sammeln. Also ich glaube, in dem Alter ist Spielpraxis halt egal auf welchem Level oder tatsächlich auf dem Level, weil machen wir uns nichts vor, die Regionalliga West ist sicherlich eine der stärkeren Regionalligen. Und da kannst du sicherlich mehr erreichen durch Spielpraxis, wenn du dort spielst, als wenn du bei den Profis 90 Minuten auf der Bank oder 85 Minuten auf der Bank sitzt. Also, ich bin bei dir, Dennis, aber wir sprechen ja nicht davon, dass wir noch vier Kaderplätze haben, sondern maximal vielleicht noch einen, also den Schindlerplatz. Ja, aber es liegt doch an dir, ob der spielt oder nicht. Du sagst jetzt, wenn er auf der Bank sitzt, aber es liegt doch an dir als Trainer, ob der spielt. Aber dieses Spiel war doch seit der Einwechslung von Stöger und Stach tot. Da ging doch nichts mehr. War doch aus unserer Sicht tot, dieses Spiel. Da kannst du doch einfach sagen, ja, dann kommt er jetzt mal rein. Muss ja nicht immer Sally Özcan durchspielen. Zum Beispiel. Der kann da auch mal dann Platz machen in so einer Druckphase am Ende und dafür dann schmeißt den Lemperle halt rein. Und du brauchst halt, finde ich, auch nicht Easy und Schindler auf der Bank, weil die ja doch ein ähnliches so Spielerprofil haben. Da würde ich sogar fast sagen, dass Schindler gerade ein bisschen die Nase vorn hat vor Easy. Und ja, also wir sind doch sehr, sehr stolz auf unsere Jugendarbeit. Wir machen doch jede
Vertragsverlängerung mit einem Nachwuchsspieler feiern wir doch, als wäre das irgendwie die Verpflichtung von Lionel Messi oder so. Da kommt auch riesen Social Media Posts und irgendwelche Begleitvideos und so ein Kram. Ich sehe noch nicht, dass das aktuell vom aktuellen Trainerteam auch gelebt wird. Die Mannschaft ist 28,7 Jahre alt. Das ist sehr, sehr alt. Also ich habe jetzt keine Alterstabelle der Bundesliga. Ich glaube, du bist sehr weit oben im Alter der Tabelle. Also wenn es eine Tabelle nach Alter der Durchschnittsspieler also aufstellen würde, Durchschnittsalter, dann wärst du, glaube ich, recht weit oben. Selbst bei den Bayern spielen halt noch junge Spieler, so wie Musiala und ja auch Gnabry und Kimmich sind noch sehr jung, wenn sie denn mal spielen dürfen und nicht in Quarantäne sitzen. Coman ist ein junger Spieler, ne? Und so geht's weiter. Pavard ist auch noch jung. Oder Süle ist auch kein alter Spieler. Und bei uns ist halt, wenn Modest kaputt ist und raus muss, kommt der nächste 33- oder 31-Jährige. Und dahinter spielt der andere 30-Jährige Marc Uth und der 27-Jährige Florian Kainz. Ja, also für mich passt da gerade so die, das, was in diesem Fünfjahresplan unseres Vorstandes steht und wo ich auch hinterstehe, sehe ich im Moment noch nicht in der Vereinsphilosophie der ersten Mannschaft verankert. Ja, also ich kann es nachvollziehen, da fehlt mir auch schon irgendwie perspektivisch dann die Frage, wer da die Ablösung sein soll. Also klar, Limperle finde ich halt auch, ist auf jeden Fall halt die Möglichkeit, aber ich finde es auch schade, dass er da nicht gebracht wird und er wäre ja schon nochmal auch in diesem Spiel, finde ich, auch eine bessere Option gewesen als dann Schindler oder Easy. Kann man halt einen von beiden, finde ich, auch genauso halt rausstreichen und reinnehmen, gerade weil er es ja, wie ihr auch schon meintet, ja, es schon gezeigt hat. Und ja, ich glaube halt auch, dass es andersrum vielleicht auch gut wäre, wenn die mal im Kader sind, dass es halt auch ein Zeichen ist zu sagen, okay, ihr seid auch dran. Dass es halt so in dem Sinne auch eine Motivation sein kann, zu sagen, okay, ihr seid jetzt wirklich dabei, ihr seid Teil der Mannschaft und entsprechend seid ihr auch eine Kaderoption und beziehungsweise seid im Kader auch mal, selbst wenn sie dann vielleicht auf der Bank sitzen. Das ist so die andere Überlegung, dass ich das so zwischendurch so als Belohnung auch eigentlich trotzdem sehen würde. Ja, und also es ist ja nicht mehr so, als wenn wir gerade jetzt eine Erfolgssträhne hätten, die wir nicht brechen wollen, weil wir da junge Leute reinwerfen. Wir haben ja auch schon sehr lange kein Spiel mehr gewonnen. Ne? Und denk mal an Markus Gisdol zurück, dem kannst du ja wirklich ganz, ganz viel vorwerfen. Aber er hat den Bock damals umgestoßen, als er die drei Jungs da reingeschmissen hat mit Katterbach, Jakobs und Thielmann. Ja, ich, wie gesagt, ich bin ja auch nicht, sag ja auch nicht, ich finde das toll, dass wir keine jungen Spieler im Kader haben. Also ich sehe aber tatsächlich nicht, für wen du als fünften Wechsel hättest Lemperle bringen können oder Ostrak. Aber findest du denn gerade Jan Thielmann gut in Form, dass der sich diese Einwechslung ja so zwingend jetzt, ne, dass er sich ergeben hat? Also ich habe den in der Saison noch nicht so stark gesehen, ehrlich gesagt. Gut, haben jetzt beide ein Länderspieltor geschossen, sowohl Lemperle als auch Thielmann. Na, also Thielmann in der U21 hat das 4-0 gegen San Marino gemacht. Lemperle immerhin das 1-1 gegen Portugal, jetzt in der U20, was vielleicht schon so der etwas höherklassigere Gegner ist. Aber ja, also es muss ja nicht immer Jan Thielmann auch zwingend sein. Ja, aber ich bin jetzt auch nicht jeden Tag beim Training und so. Ich verstehe das, tue mich aber mit der Bewertung ein bisschen schwer. Also weil ich sehe das auch so, ich verstehe genau, was ihr beide meint, ihr habt ja auch recht, aber ich weiß nicht, ob diese jungen Spieler auch immer, ob du denen einen Gefallen damit tust, die in dieser Phase jetzt zu bringen. Weil es ist immer einfacher, junge Spieler dann zu bringen, wenn es läuft und du in einem gewissen Modus bist. Ich habe auch zum Beispiel nicht das Gefühl, dass wir uns offensiv schon so gefunden haben, wie es manchmal also ich finde, diese Dreierreihe da vorne, ich habe noch keine Dreierreihe da vorne gesehen, hinter Modest, die mich vollends überzeugt hat. Ja, es ist so ein bisschen die Krux. Ich finde Marc Uth auf den Flügeln nicht gut.
Ich finde, wenn Uth nach außen gedrängt wird, ist das nicht zielführend. Jetzt, ich fand ihn auch nicht so stark in dem Spiel gegen Mainz jetzt. Also es gab ja zweimal die Szene, wo Modest auf rechts, so halb rechts durchgebrochen ist. Einmal hat er selber geschossen, wo er Zentner ganz gut rausrückt. Und einmal legt er so einen ganz wilden Pass quer auf Marc Uth. Da läuft Uth für mich beide Male falsch. Der muss für mich zwischen die beiden Innenverteidiger laufen und sich nicht im Windschatten von dem rechten Außenverteidiger, also dem rechten Innenverteidiger, verstecken. Da läuft er für mich zweimal falsch. Wenn er in die Mitte auftaucht, kann Modest den Pass spielen und Uth ist frei vorm Tor. Tut er aber nicht. Seine Stärken hat er jetzt nur gezeigt bei ruhenden Bällen. Da hat er auch dieses 1-1 durch Salih Özcan dann vorbereitet mit einem sehr schön getretenen Freistoßflanke. Aber aus dem Spiel heraus ist das für einen Mann seiner Qualitäten zu wenig. Was für mich aber auch damit zu tun hat, dass er immer auf diesem Flügel spielen muss. Und ich glaube, du hast so ein bisschen dieses Problem, wie schon früher Nationalmannschaft, dass du halt Wolfgang Overath und Günther Netzer in dein System integrieren musst. Nur, dass es bei uns halt André Duda und Marc Uth sind. Und da muss ich im Moment sagen, ich glaube, es macht mehr Sinn, dass du Marc Uth auf innen ziehst, also auf die 10. Duda würde dann dementsprechend rausrotieren, weil ja auch jetzt Elie Skiri langsam wieder ein Kandidat für die Startelf wird. Und da musst du nur gucken, wen du auf den linken Flügel stellen möchtest oder auf den rechten, wenn keins links spielt. Ja, und dann wäre ich jetzt schon wieder bei jemandem wie Thielmann oder Lemperle, die zumindest mal ein bisschen Speed da einbringen würden. Wobei ich da dann wiederum in dem System Ljubicic dann schon noch mal stärker finde. Also ich bin ihn wirklich so ein Top-Transfer. Ja. Ja, klar, sehen wir, glaube ich, alle so. Und ich glaube, dass er das schon gerade am besten machen würde. Und ich glaube, bei Thielmann ist so das Ding, er geht halt, glaube ich, nicht mehr. Also glaube ich jetzt für Baumgart auch als Jugendspieler in dem Sinne, habe ich den Eindruck, sondern er ist halt einfach Teil des komplett normalen Spieltagskaders und ist einer sozusagen der Gestandenen schon für ihn. Also so wirkt es für mich in der Rolle, der ist und nicht einer, der irgendwie nochmal ganz krass groß gefördert werden muss, sondern ja genau, ein gefestigter Spieler irgendwie eher für ihn erscheint. So im Vergleich ich bin jetzt auch von einem 4-2-3-1 ausgegangen, was wir zuletzt ja gespielt haben und nicht von dieser Raute. Okay, also wir haben jetzt in Mainz ja auch mehr so 4-2-3-1 gespielt. Dann hättest du halt Ljubicic und Skiri, wenn er wieder fit ist, auf ein Doppel-6. Und dann kannst du davor ja 4 Offensive nominieren. Wir können damit jetzt so diesen Übergang machen, vielleicht zum Gladbach-Spiel. Es ist ja unsicher, ob Modest auflaufen können wird oder nicht. Da hat ja der Herr Bell für gesorgt, dass es unsicher ist. Aber dann, ne, also gut, jetzt kannst du nach seinem ersten Tor halt Salih Özcan auch nicht mehr rausnehmen. Das heißt, die Frage ist wahrscheinlich für Gladbach jetzt, hat Skiri schon die Startelf in den Knochen? Und wenn, dann entstehen da ja Härtefälle. Deswegen würde mich mal interessieren, würdet ihr denn die Mannschaft aufstellen, gesetzt im Fall, dass Modest ausfallen sollte? Also, wenn Modest ausfallen sollte, würde ich ihn Stand jetzt 1:1 mit Anderson ersetzen. Also Anderson vorne drin, dahinter Kainz, Uth und Ljubicic und als Doppel-6 Özcan und Skiri, wenn er denn für 90 Minuten ansatzweise Luft hat. Und die Innenverteidigung, die war ja auch sehr diskutabel zuletzt. Würde es tatsächlich so lassen, also Hector, Tschichos, Kilian, Schmitz, das würde ich so lassen. Weil auch wenn Luca Kilian bei dem 1-0 seine Aktien drin hat, also allein diese Grätsche da zum Ende hin, das ist schon ein großes Kino. Deswegen würde ich die tatsächlich, scheinen ja sich auch ein bisschen eingespielt zu haben. Ich persönlich würde Timo Hübers gerne für Tschichos sehen. Und ich sag mal so, ich bin auch ganz ehrlich, es gibt einen WhatsApp-Chat, der hat bei der vermeintlichen Verletzung von Tschichos, der hat nicht gejubelt, aber da waren jetzt nicht so viele kritische Töne. Und es wäre verschmerzbar gewesen. Es wäre eventuell verschmerzbar gewesen, wobei ich auch finde, dass Tschichos
das war jetzt schon wieder ein Spiel, was okay war. Also ich werde kein großer Rafael Tschichos Freund und Fan mehr, das ist so. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das Spiel gegen Mainz da einen Punkt hat, dass man da unbedingt jetzt übers gegen Tschichos tauschen muss. Also ich glaube tatsächlich, dass die Verteidigung in genau dem, in dem Maße wieder auflaufen wird. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde, also beim Kicker ist Jonas Hector zum Spieler des Spiels gewählt worden. Warum, ist für mich komplett nicht nachvollziehbar. Ich fand Hector in dem Spiel tatsächlich sicher nicht gut. Ich fand ihn wirklich nicht überragend in dem Spiel. Ich finde auf Linksverteidiger, ich weiß nicht, wie oft Mainz gerade in der Anfangsphase da immer wieder hinter Hector gespielt hat, wenn Hector so ein bisschen nach vorne mitgegangen ist. Und da merkt man schon, dass dem Geschwindigkeit einfach Stand jetzt deutlich abgeht. Und das ist natürlich als Linksverteidiger dann schwierig, ne? Weil also, da mit Gladbach, bei Gladbach jetzt auch einige schnelle Jungs kommen werden, ne? Genau. Die sich da einstellen muss. Ja. Ja, klar. Ich meine, er kann viel mit Auge und mit Stellungsspiel immer wettmachen, weil er ja schon seit 700 Jahren auf dem Platz steht und entsprechend auch schon 700 Spiele gemacht hat. Aber ich denke auch, wenn Janis Kilian Horn zurückkommt, dann muss man sich da überlegen, ob da Härtefälle entstehen und ob du am Mittelfeld noch was ändern willst, weil du Hector ins Mittelfeld stellst oder so. Also, ja, wird spannend. Aber tatsächlich im Mittelfeld, das wird wirklich interessant werden. Also, vielleicht ist Hector dann auch jemand, den man dann mit auf den Flügel stellen kann. Das sehe ich vielleicht, also sehe ich auch nicht aufgrund der Schnelligkeit, aber das, ich bin gespannt. Also, das wird, ist, aber auch fair und ehrlich muss man dazu sagen, ein Luxusproblem, ne? Also das ist... Total. Wenn du sagst, du kannst auch so Spielern vielleicht mal eine Pause gönnen oder kannst dann mal sagen, okay, pass auf, wir geben dem Ski mal vielleicht noch eine Woche länger oder mal auch vielleicht mal eine Pause mehr oder auch mal... Oder können dann Ljubicic mehr nach vorne ziehen, weil ich finde, Ljubicic kann das auf der vorderen Reihe auch sehr, sehr gut. Also ich finde, dass es tatsächlich, wie der Moritz schon sagte, ein Wahnsinnstransfer. Also das ist schon sehr, sehr gut und deswegen, ja, ich bin gespannt. Also ich bin tatsächlich mal gespannt. Und aber wie gesagt, diese Dreierkette da vorne in der Form Ud, Duda, also ich finde, immer wenn Ud und Duda zusammenspielen, hat das für mich so, dass beide so auf der gleichen Position spielen müssten und der da auf Außen spielt, immer so ein bisschen verschenkt ist. Ja, sehr also, so. Also ja, habe ich mal, also weder, also ich finde, das ist nicht die Paradedisziplin, weder von Ud noch von Duda. Also die sind als Spieler hinter den Spitzen definitiv stärker. Ja, gehe ich mit. Ja. Moritz, würdest du die Aufstellung von Marco übernehmen oder würdest du was anderes machen? Ich würde, glaube ich, ein bisschen was anderes machen. Also eigentlich würde ich halt gerne mal tatsächlich Mary und Kilian hinten sehen. Also ich glaube auch, dass sich da nichts ändern wird. Außer, ich kann mir vorstellen, dass auf einmal eine Dreierkette ausgepackt wird. Irgendwie mal was ganz Neues, was wir gegen Paderborn getestet hatten. Aber sonst, ich sehe das auch so, dass Duda und Ud irgendwie zusammen nicht gut funktionieren. Dass es da eher eine Möglichkeit wäre, tatsächlich einen rauszunehmen und vielleicht Thielmann dafür halt auf die Außenbahn rauszunehmen, auch um halt im Konterspiel nochmal mehr Möglichkeiten zu haben, weil da hatte ich auch den Eindruck, dass es irgendwie manchmal schwierig ist, mit dem Tempo tatsächlich mal einen Konter zu fahren, weil dann eigentlich dann doch niemand so richtig durchkommt. Und ja, aber ich glaube eher, dass auch Ljubicic nach vorne rückt und dann halt Skiri neben Aschan die Doppel-6 bilden wird, falls sie mit Doppel-6 spielen. Das weiß ich halt auch nicht, wie das da halt aussieht, weil Baumgart ja gerne, wie hat jetzt auch, immer ein bisschen was anpasst. Ja. Ich bin auch mal gespannt, also wir haben ja bei Baumgart auch schon Moves gegen, ich sag jetzt mal, stärkere Gegner gesehen, die dann völlig, völlig unvorbereitet uns treffen, also irgendwie mit nur einem Sechser, aber dafür dann vier vorne, das geht ja auch, also wie gesagt, wenn wir von diesem 4-2-3-1 sprechen, dann wäre das so meine Aufstellung, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es
vielleicht ganz, ganz anders ist, aber da vertraue ich aktuell tatsächlich immer noch in Baumgart. Ja, also ich war gestern noch mal ganz kurz zu Gast beim Sportradio Deutschland, das könnt ihr ja in unserem Feed auch hören. Ne? Da war ein Gladbach-Fan zugeschaltet und der hat gesagt, also ich würde mir wünschen, dass der Modest erst am Samstag um 18 Uhr wieder richtig fit wird. Das finde ich aber gut. Das finde ich gut, dass der das sagt, weil das heißt, wir sind in deren Köpfen drin. Das heißt, die machen sich Gedanken, welche Spieler von uns ausfallen müssen, um deren Erfolgswahrscheinlichkeit zu erhöhen. Und das wäre letztes Jahr nicht der Fall gewesen. Ja. Letztes Jahr hätte kein Gladbacher gesagt, ich hoffe aber, dass der Alvis Rexbejay ausfällt, dann sind die aber schlechter. Ne? Obwohl er nachher dann ein Derby-Held wurde. Also letztes Jahr war das so, ja, fahren wir halt hin, gewinnen, fahren nach Hause. Hat halt nicht funktioniert. Okay, aber allein, dass du jetzt wieder so einen Spieler hast mit Modest, wo die sagen so, wäre schon gut, wenn der nicht spielen würde. Ja, finde ich gut. Dann haben wir ja bewiesen unter Steffen Baumgart, dass wir jeder Mannschaft unseren Spielstil aufdrücken können. Also das haben wir bei Bayern geschafft, zeitweise bei Dortmund geschafft, über weite Strecken des Spiels. Das haben wir gegen Leipzig geschafft, gegen fast alle außer Hoffenheim. Und das musst du einfach auch am Samstag jetzt vor ausverkaufter Hütte im Heimspiel halt auch schaffen. Rennen die Gladbacher tot. Punkt. Rennen die tot. Und dann musst du halt einfach mal gucken, dass du irgendwie es mal schaffst, in einem Spiel mal nicht in Rückstand zu geraten. Oder wenn du schon mal in Führung gehst, nicht innerhalb von 35 Sekunden den Ausgleich zu kassieren, wie gegen Union Berlin. Also einfach mal in Führung gehen und das mal halten für 15, 20 Minuten und den Gegner mal so ein bisschen nervös werden lassen. Es wäre schon mal so ein Teilschritt auf der Entwicklung, die diese Mannschaft ja noch nehmen muss. Ja, das stimmt. Also ich glaube auch, der Vorteil ist, dass wir das Spiel gegen Gladbach nicht machen müssen. Und wir sind noch nicht in der Phase, glaube ich, angekommen, wo wir so gefestigt sind, dass wir das Spiel jedes Mal selber aufziehen können. Da fehlt uns noch so ein bisschen der letzte Punch, wobei das mir auch schon bedeutend besser gefällt als noch unter Gisdol. Zumindest habe ich Stand jetzt immer, kann ich zum Großteil einen Plan erkennen, was da gespielt werden will. Das sehe ich schon. Aber ja, wird für die Gladbacher sicherlich nicht das einfachste Spiel der Saison. Das glaube ich schon. Ja, ich habe halt ein bisschen Sorge, weil sie sich halt warm geschossen haben gegen Greuther Fürth und jetzt so langsam es bei denen läuft. Also so ähnlich halt, wie jetzt auf einmal der Hütterball irgendwie funktioniert. Und da mache ich mir ein bisschen Sorgen, dass sie irgendwie dann auf einmal sich ihn rausspielen könnten. Aber Fürth ist ein Streichergebnis, das zählt nicht. Fürth kannst du aus allen Betrachtungen immer rausnehmen. Ja, na gut, stimmt. Die Tabelle würde echt nicht anders aussehen. Nee, es ist wirklich so. Also selbst wir haben ja 3-1 gegen die gewonnen, das beste Ergebnis, das wir überhaupt in der ganzen Saison eingefahren haben. Da muss man ja auch sagen, also bei allem Lob für Baumgart, die Ergebnisse stimmen ja noch nicht tatsächlich. Ne? Also in Relation zu dem, was man da an Chancen hat. Hier, wer ist der andere, der schön frisierte? Markus Gisdol. Markus Gisdol war in seinen ersten 12 Spielen erfolgreicher als Steffen Baumgart. Sehr deutlich erfolgreicher. Stimmt. Aber also mir ist es lieber, wir haben spielen das, also ich kann aber tatsächlich, also vielleicht war Markus Gisdol erfolgreicher in der Punktausbeute, aber wenn wir, also das haben wir auch schon hier ganz oft gesagt, also da sind ja auch Freak-Ergebnisse bei gewesen, wie dieses 2-1 gegen Wolfsburg oder was das war, wo wir dort eigentlich 7-2 verlieren müssen. Und nur die Wolfsburger einfach zu blöd sind, die Tore zu machen und wir irgendwie zweimal da einen reinmurmeln. Also, da waren ja auch Ergebnisse bei, die doch schon eher ungewöhnlich waren. Ich bin immer noch sehr positiv gestimmt, weil diese Mannschaft hat halt wahnsinnige Comebacker-Qualitäten. Und das ist etwas, das tut uns halt unheimlich gut, weil wir sind halt nicht so gefestigt, wir haben nicht den Kader, dass du jedes Spiel
1-0 führen wirst und 1-0 gewinnen wirst. Dafür sind wir der erste FC Köln, sind letztes Jahr fast abgestiegen. Und ich meine, wir haben ja diesen Halbzeit-Twitter-Sample-Call gemacht. Und auch da habe ich schon gesagt, ich meine, ich möchte nur mal sagen, dass ich in diesem Call angekündigt habe, dass wir noch schnell das 1-1 machen müssen. Und der einzige Spieler, den ich vergessen habe aufzuzählen, war Salih Özcan. Oder fast hey, vergessen genannt, habe. Du hast ihn genannt. Du hast aber, ihn genannt. Aber ganz zum Schluss, weil ich gedacht habe, ach, wer steht denn da noch am Platz? Und dann, ach ja, Salih Özcan kann er auch noch machen. Und ich habe ja auch da gesagt, wir werden vielleicht nicht aus dem Spiel heraus unser Tor machen, sondern vielleicht eher aus einer Standardsituation. Und so war es dann ja auch. Und wie gesagt, das kann genauso gut gegen Gladbach auch funktionieren. Also so ein Standardding kann dir auch als Top-7-Verein gegen den ersten FC Köln um die Ohren fliegen. Und ja, ich wünsche mir auch gern mal so ein Nicht-Zitter-Sieg. So ein schön rausgespieltes 2-0 zur Halbzeit. Aber dann wird der FC es hinkriegen, wie Mainz irgendwie in der 47. Minute das 2-1 zu kassieren. Und dann zittern wir uns die letzten 40 Minuten da ein zusammen. Wie gegen Bochum, ja. Genau, und auch ein Spiel, was eigentlich komplett durch ist und was dann nochmal durch das Zollertor irgendwie doch nochmal irgendwie droht zu kippen. Ja. Da fehlt mir, also das hätte ich gerne mal. Also von mir aus können wir da gegen Gladbach gerne mal mit anfangen mit so einem Spiel. Aber ja, das wird schon nicht so einfach. Aber apropos, sollen wir mal reinhören, wie die Gladbacher auf dieses Spiel blicken? Wir haben nämlich eine Sprachnachricht bekommen. Gerne, gerne. Das ist der Frank, den ihr auf Twitter, der Rasta Ari heißt der auf Twitter. Der hat auch einen Usernamen, den sagt er euch gleich nochmal in seiner Sprachnachricht. Das ist nämlich der @Raum109 mit dem Namen Rasta Ari. Ist der Frank. Frank ist Gladbach-Fan, das tut mir sehr leid für Frank. Aber sonst ein sehr netter Kerl. Ich habe ihn mal kennengelernt im Rahmen einer Live-Sendung. Und der hat uns jetzt eben diese Sprachnachricht geschickt, die wir jetzt einmal an dieser Stelle abspielen wollen. Hallo Dennis, hallo Marco, alle liebe HörerInnen des Trotzdem hier Podcasts. Ich bin der Frank, bei Twitter zu finden als @Raum109 und Fan der Borussia seit den 70er Jahren. Das letzte Derby hat ja der erste FC Köln gewonnen. Warum? Weil Marco Rose das Derby unterschätzt hat. Gedanklich schon in Dortmund hat er die Wichtigkeit des Spiels unterschätzt und schafft es nicht, die Mannschaft vernünftig einzustellen. Was folgte, war ein Trainerkarussell in der Bundesliga, in dessen Folge Adi Hütter im Sommer zu Borussia Mönchengladbach kam. Adi Hütter ist vom Typ her ein ganz anderer Trainer, viel verbindlicher, zurückhaltender, nicht dieser Kumpeltyp, den Marco Rose verkörpert. Adi Hütter führte neu bei Mönchengladbach die Dreierkette ein. Marco Rose hatte, wie alle seine Vorgänger, im typischen 4-4-2, das es seit Favre gab, die Spiele bestritten. Problem war, dass durch Corona und durch gescheiterte Verkäufe kein Geld für große Neuverpflichtungen vorhanden war. Verkäufe wie die von Zakaria, Player und Thuram scheiterten aus verschiedenen Gründen. Entweder war die Ablösesumme zu niedrig oder der Spieler war gerade verletzt. Trotzdem gab es 2 bzw. 3 Neuverpflichtungen, die sich in der Mannschaft etabliert haben. Zu nennen ist da Luca Netz von Hertha BSC, ein 18-jähriger Linksverteidiger, der schon einige gute Spiele für Borussia jetzt bestritten hat. Als zweites ist zu nennen der schon im Winter verpflichtete Kone, der die Rückrunde aber trotzdem noch in seinem Heimatverein in der zweiten französischen Liga gespielt hat. Der dritte Neuzugang ist Joe Scully, der ebenfalls seit dem 1.1. in Gladbach ist, aber die Rückrunde zur Akklimatisierung in der U23 bestritten hat. Alle drei Neuzugänge spielen unter Hütter eine wichtige Rolle. Was zeichnet die Borussia in der jetzigen Saison aus? Auszeichnet tut die Borussia die Inkonstanz. Nach dem Saisonauftakt, wo Gladbach den Bayern ein 1:1 abtrotzte, glaubte man schon, alles läuft gut. Aber dann folgten Niederlagen gegen Augsburg, Hertha, gefolgt von Siegen gegen den BVB
oder das grandiose 5:0 im Pokal gegen die Bayern. Wie wird Gladbach jetzt gegen den ersten FC Köln spielen? Es wird wieder ein 3-4-3 bzw. eine Fünferkette geben in der Abwehr, die im Tor von Jan Sommer angeführt wird. Die Fünferkette wird aller Voraussicht nach aus Joe Scully, Ginter, Zakaria, Benzebaini oder Netz und Netz bestehen, da durch Verletzungen von Elvedi, Leiner und so weiter eigentlich gar keine Alternativen vorhanden sind. Die Sechserpositionen werden der eben schon beschriebene Kolé und Florian Neuhaus besetzen. Florian Neuhaus hatte sich ja jetzt medienwirksam beklagt, dass er nicht die Rückendeckung im Verein gesehen hat. Hier zeigt sich aber, dass Adi Hütter mehr auf das Leistungsprinzip und nicht auf alte Erfolge sich bei der Mannschaftsaufstellung reinreden lässt, sozusagen. Hier musste Neuhaus erkennen, dass er also durch gute Trainingsleistungen oder durch gute Spiele sich erst wieder hineinkämpfen musste, was er aber auch getan hat. In den letzten beiden Spielen gelangen ihm auch 2 Tore. Die Offensive ist mit Hoffmann, Stindl und Plea eigentlich optimal besetzt. Als Alternative haben wir noch Thuram, der nach einer langen Verletzung aber erst noch an die Mannschaft noch herangeführt werden muss. Als Joker aber immer mit Sicherheit torgefährlich sein kann. Gladbach pflegt das Spiel über Kombinationen, also nicht über Flanken, die halb hoch oder hoch in den Strafraum hineingebracht werden. Die Spielsituationen sollen spielerisch aufgelöst werden. Oft scheitert Gladbach aber an der Effizienz vor dem Tor, sodass oft der Chancenwucher zu Niederlagen führt, wie zum Beispiel im Spiel gegen Augsburg. Ich denke, dass Hütter, aber auch euer Trainer Baumgart, beide Mannschaften auf das Derby einstellen werden, die nötige Aggressivität in die Mannschaft hineinbringen werden, sodass wir am Samstag ein spannendes Derby sehen werden. Ich glaube nicht, dass Gladbach das Spiel klar gewinnen wird. Im Gegenteil, ich nehme an, dass es ein 2:2 wird, weil gehen wir mal davon aus, dass Modest spielen wird. Die Spielidee beider Trainer sehr offensiv sein wird. Wir werden ein schönes Spiel sehen, aber ausgehen wird es wahrscheinlich aus meiner Erwartung heraus mit einem Unentschieden 2:2. Und damit, denke ich, habe ich genug geredet. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frank, würde ich mal sagen. Das war eine sehr ausführliche Einschätzung dieser sympathischen Truppe da vom Niederrhein. Er hat mir jetzt nochmal so ein bisschen auf neue Gedanken gebracht, weil wir haben ja gerade über die Zusammensetzung der Innenverteidigung gesprochen. Und jetzt sagt er, da spielen Hofmann, Stindl und Plea und Thuram ist noch gar nicht so weit, um da spielen zu können. Es sind ja alles jetzt Spieler, die nicht unbedingt über Größe und Kopfballstärke kommen, hat der Frank ja gerade auch gesagt, dass da kein Flankenfokus zu erwarten ist. Das spricht doch eigentlich eher für Meret als für vielleicht Tschichos, oder? Ja, also dadurch, dass Zichos sowieso ja eine Dauerkarte irgendwie hat für den Platz, glaube ich nicht, dass er rausgeht. Aber ich glaube, dass Meret dann gleichzeitig das Problem hat, dass er auch nicht so schnell ist. Und das ist dann wiederum das, was man bräuchte gegen Plea und Stindl und Hofmann. Aber findest du Meret langsamer als Zichos? Ich glaube, da sind sie ungefähr gleich, aber ich wünschte es mir, dass Meret spielt, aber ich glaube wirklich, dass Zichos nicht rausgenommen wird. Marco, nach Teil da oder schon auch. Eingeschlafen? Nein. Schwierig. Also, Meret oder Tschichos. Also, ich glaub halt auch wie der Moritz, dass sollte Tschichos nicht verletzt sein, der jedes Spiel bei uns machen wird. Nicht, weil der unbedingt gut ist, sondern vielleicht tatsächlich so der verlängerte Arm vom Trainer ist. Also ja, ich wünsche es mir eigentlich auch, dass wir da mal wen anders sehen. Glaub's aber gerade nicht so. Also das sind keine großen Spiele, aber ob da jetzt Meret sonderlich viel schneller ist als Tschichos, weiß ich gar nicht. Weil ich den in seiner Endgeschwindigkeit gar nicht schlecht finde. Der hat nur so einen behäbigen Antritt. Meret.
Oder Tschichos. Nee, Meret. Meret. Ja. Ja, stimmt. Naja, gut, aber ich denke, allein wegen der Geschwindigkeit wird auch Kilian eine Rolle spielen. Ist ja auch okay. Also, ich bin ja immer dafür, den jungen Leuten eine Chance zu geben. Und dann muss man ihm auch diesen Fehler gegen Burkhardt halt verzeihen können. Und dann würde ich ihn jetzt mal ins Rennen schicken. Ja, und wenn du merkst, es klappt überhaupt nicht, dann hast du bei 5 Wechseln ja zumindest die Gelegenheit, relativ schnell zu korrigieren. Das stimmt, das stimmt. Also, ja, also wie gesagt, ich finde, die Innenverteidigung ist sicherlich eine Baustelle, aber ich finde es vorne tatsächlich aktuell dramatischer. Umso schöner ist ja, dass endlich auch mal jetzt Sadi Özcan sich in die Torjägerliste eingetragen hat. Jeder, der diesen Podcast hier länger hört, weiß ja, ich großer Sadi-Fanboy bin. Und insofern habe ich das für ihn sehr, sehr gefreut und sie auch verdient. Ich finde auch, der wurde in jedem Spiel jetzt in Skiris Abwesenheit immer ein bisschen besser und immer ein bisschen wichtiger für diese Mannschaft. Und das hat jetzt seinen krönenden Höhepunkt in diesem Tor gefunden. Wäre natürlich schön, wenn er das jetzt beibehalten könnte, ne? Seine Torgefahr, die er jetzt gerade neu entdeckt hat. Der hat ja früher eh alles klein gebombt in der Regionalliga. Also der ist ja eigentlich ein offensiver Spieler. So hat er auch bei Kiel gespielt. Also vielleicht ist das ja auch eine Option, dass man ihn auf diesen linken Flügel stellt und dafür Jubicic neben Skiri in die Doppel-Sechs. Ja? Ja, wäre auch noch eine Option. Also ich meine, ich glaube, das ist halt tatsächlich, ist ja eher positiv für uns, dass du halt durchaus Spieler hast, die du nach vorne ziehen kannst Ja, und auf natürlich. andere Positionen stellen, weil rein theoretisch kannst du die auch anfangen, im Spiel mal durchzuwechseln. Das habe ich Also, auch gerade gedacht. Einfach ne, den Gegner also so verwirren, wenn da immer ein anderer auftaucht. genau, Ja. wenn da auf einmal Ljubicic auftaucht und dann irgendwie 2 Minuten später Özcan und dann auf einmal vielleicht doch ich sage jetzt mal vorsichtig, doch Modest oder dann doch Uth oder das gibt dir natürlich mehr Variationen und das ist das, was ich mir eigentlich von dieser offensiven Reihe auch immer so ein bisschen erhoffe, was aber dann irgendwie immer mal so kurz aufblitzt, aber dann auch irgendwie vielleicht auch aufgrund der Qualität der Pässe dann nie so richtig zu Ende gespielt wird. Also du hast dann teilweise schon irgendwie Momente, wo ich denke so, boah, ist das gerade der FC, der da versucht, den Ball nicht nach vorne zu bolzen, sondern tatsächlich nach vorne zu spielen, mit schnellen Pässen, aber dann ist dann halt immer ein Pass dabei, der das halt so komplett aus der Bahn wirft, diesen ganzen Aufbau. Und damit nimmst du dir halt natürlich da dann auch wieder Geschwindigkeit und dann muss wieder abgebrochen werden, dann wird wieder der Ball hinten rumgespielt. Und dann ist halt auch so ein Ding, das lähmt, das nimmt dir natürlich auch ungemein viel Möglichkeiten, wenn du da, anstatt mal nochmal mit 2 Pässen nach vorne, dann jedes Mal den Pass irgendwie hinten rum wieder spielen musst. Ja, genau. Kann man, glaube ich, als Abschluss dieses Gladbach-Segmentes hier einloggen. Wollt ihr noch schnell Tipps abgeben, wie das Spiel ausgeht? Der Frank sagt 2-2. Was sagt ihr? Knappes 2-1 für uns. Sehr schön, nämlich. Ich sage Und? tatsächlich 3-1 für uns. Mal ein Wer sicheres Spiel. schießt 3 Tore? Salih macht ein weiteres. Duda Sehr trifft gut. endlich. Aha. Und ja, ausgerechnet Tsichos. Ihr macht das Nachtschwör. 1-0, ne? Ja. Ja, why not? Unterschreibe ich sofort. Also von mir aus kann Ja. auch Timo Horn mit nach vorne Ich kommen. wollte gerade Ist mir sagen, also egal. ich habe jetzt gerade gedacht, so, oder das 3-1 so, hier, Sommer geht mit nach vorne, letzte Minute, Horn fängt den Ball ab, Lenz rennt zum 16er weiter, Abschlag und der trudelt hinten rein. Schön wär's. Das würde ich unterschreiben. Also, wie gesagt, ich würde wahrscheinlich den nächsten Podcast nackt aufnehmen, wenn Horn trifft. Zum Glück ist es kein Videopodcast. Das können wir dann einführen. Wie gesagt, OnlyFans-Account ist dann wieder aktiviert. Ja, der ist ja nicht geblockt worden wegen zu explicit Content. Möchte ich hier nicht sagen. Okay. Hast gesungen, das war Aus das Problem, Gründen. ne? Hast Ja, gesungen, das gesungen, war der genau. Fehler. Genau. So, ja, also ich glaube, wir haben eigentlich die Themen auf der Themenliste hier abgearbeitet. Oder habe ich irgendwas rund um den Verein noch übersehen?
Ich möchte noch eine kurze Anmerkung machen. Also alle, wir haben ja gerade über die Horde-Aktion gesprochen mit Kölner, mit der Kalker Tafel. Wenn irgendjemand außerhalb von Köln wohnt und Sachen an den dahin schicken möchte per Paket, bitte bei uns melden. Wir sammeln das Ganze nicht per Paket, sondern wir gucken erstmal, wie viel das ist und dann wird es eine Adresse geben, die wir dann im Prinzip bekannt geben, weil ich möchte hier keine Adresse rausgeben, wo das einfach hingeschickt wird. Also einfach bitte bei mir über den Twitter-Account vom Podcast oder beim Dennis melden. Wir sammeln das Ganze, geben das weiter und dann bekommt ihr eine Adresse von uns, wo ihr das hinschicken könnt. Genau. Nehmt gerne zahlreich teil, weil, wie gesagt, geht ja darum, Kinder zu speisen. Eine Sache ist mir noch eingefallen gerade. Und zwar habt ihr diesen Screenshot gesehen, den Anthony Modest auf Instagram veröffentlicht hat, mit dieser Hate-Nachricht, die er Ja. bekommen hat von irgendeinem erscheint ja eine Mainzer, von einem Mainzer Fan. Habe ich gerade eben mir durchgelesen. Also ja, also was es tatsächlich für Leute gibt. Also das ist ja, also ich frage mich dann immer, kann man das strafrechtlich verfolgen lassen? Sowas? Ja, also ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht ganz vor Augen, ob da, also er hat ja, glaube ich, nur gesagt, ich wünsche, dass du stirbst. Ne? Das ist ja schlimm genug. Hurensohn. Okay, dann sonst echte Beleidigung, weil ich weiß, dass das deutsche Strafsystem da so Sachen wie ich wünsche, dass du stirbst, nicht so hart verfolgt, wie das leider, also wie das sein müsste. Ne? Aber konkrete Also Beleidigung auf jeden Fall. ich finde auch, sage dem Trainer auch, dass er seine Tochter, seine Mutter und seine Frau ficken soll, auch. Ja, das stimmt. Wobei das mit der Frau, also Ja, okay. wird er hoffentlich eh. Also wo ist da die Beleidigung? Aber gut, das andere natürlich, ne? Die anderen beiden Sachen. Nee, Ich was hoffe, mich dein eigentlich nur. Fußballleben ist vorbei, verdammter Junge, finde ich auch hart an der Grenze, Ja, ne? okay, auf jeden Fall. Also, was ich aber eigentlich nur sagen wollte zu dem Typen, diesem Mainz-Fan, also oder wer immer das war, oder Fan ist es ja gar nicht, also diesem gehirngefickten Vollidioten, ne? Wenn du das hier hörst, mein Freund, du legst dich da nicht nur mit Anthony Modest an. Du legst dich da mit der kompletten Mannschaft des 1. FC Köln an, den kompletten Staff des 1. FC Köln, 50.000 Leuten in Müngersdorf, 113.000 Mitgliedern und der ganzen Stadt Köln mit 1,4 Millionen. Überleg dir das gut, mein Freund. Und den Podcast hier. Und den Ja, Podcast hier machen wir eins gegen eins. Dann mit gucken allen wir fünf mal. Hörern. Ja, genau. Genau. Lasst halt einfach die Scheiße. Eis. Lasst die Scheiße sein. Seid von mir aus im Stadion emotional und haut da irgendwelche, jetzt natürlich nicht rassistischen oder so, aber irgendwelche Beleidigungen raus. Das finde ich okay, wenn man im Stadion sagt, hier du Arschkramp oder sowas. Da muss jeder mit leben. Aber geh doch nicht auf Social Media und wünsch einem verletzten Spieler, der sich ja ohne sein Zutun von einem anderen Typen gerade aus dem Spiel rausgetreten wurde, geh doch nicht auf Social Media und wünsch dem schlechte Sachen. Vor allem, was dir scheißegal sein kann, weil der ist ja raus aus dem Spiel. Du bist ja anscheinend Mainzer Fan und nicht Gladbach Fan. Also hast du nicht mal was davon? Du bist doch auch ein Mensch. Und der ist auch ein Mensch, der Modest. Wie kann man denn einem anderen Menschen irgendwie den Tod an den Hals wünschen, dafür, dass der nichts tut, außer halt ein paar Tore zu schießen? Schlimmer, also dümmerweise gegen dich, gegen deine Mannschaft. So. Aber haben wir inzwischen komplett unsere Mitmenschlichkeit, unsere Zivilisation verloren, nur weil wir anonym im Internet irgendwelche Sachen raushauen können? Also, weißt du was? Wenn du Eier hast, komm mal hier in den Podcast und erklär dich mal, Kollege. Mach das mal. Zeig mal, dass du nicht nur ein Maulheld bist, der bei Instagram anonym irgendeine Scheiße schreiben kann, sondern komm mal her, stell dich mal. Stell dich. Ja, werden Hier kann wahrscheinlich die nichts passieren. wenigsten Ist ja machen. Podcast. Ist ja Podcast. Ich kann dich ja nicht kaputt schlagen. Kann ich eh nicht. Auch im echten Leben nicht. Aber du bist ja safe hinter Ich schon. deinem. Ja, du schon, aber ich halt nicht. Du hast ja auch mal Eishockey gespielt. Nee, aber auf jeden Fall, also, dir kann ja nichts passieren durch Skype, aber hab zumindest die Eier und erklär uns mal, was dich antreibt, jemanden auf Social Media so eine Kacke zu schreiben. Ja, aber diese Leute wirst du doch, also dafür haben die doch nicht die Eier. Ich meine, das schreibst du doch, weil du halt in der Anonymität oder in dem, das ist, der schreibt das ja nicht in der Öffentlichkeit, sondern jemandem privat. Und damit die wenigsten machen das ja dann auch, ich sage jetzt mal vorsichtig, so publik, wie sie es jetzt tun. Ja, weiß ich. Klar, ist mir vollkommen bewusst, aber genau deswegen sage ich das ja.
sind halt Leute ohne Rückgrat. Ja, also wenn ich jetzt sage, Eier ist das sexistisch, ne? Kein Rückgrat, keine Cojones, kein Mut, weiß ich auch nicht, keine Dragon Balls. Also komm in den Podcast, stell dich und erklär uns, was dich antreibt, Anthony Modest so anzugehen. Dann bist du ein echter Held, aber ansonsten bist du einfach nur Maulheld. Das ist so wahr. Und lass unseren Toni in Ruhe, du Krampfe. So, das wollte ich nur noch gesagt haben, das war mir noch ein Anliegen, das loszuwerden. Habe ich noch irgendwelche anderen Anliegen, überlege ich gerade. Wir müssen noch auf die Saisonwette gucken, das habe ich auf dem Schirm. Aber ansonsten, glaube ich, haben wir es für heute geschafft. Ne? Ich glaube, das war's. Ich kann auch Werbung machen für das Mucki-Banach-Buch von Thomas Reinscheid und von Ralf Friedrichs. Ist jetzt erschienen, liegt bei mir hier schon auf meinem Kaffeetisch. Ich hatte noch keine Zeit, es zu lesen, ehrlich gesagt. Das ist im November immer so ein bisschen kritisch, wenn man in der Schule arbeitet. Aber ich verspreche euch, spätestens, aller spätestens in den Weihnachtsferien werde ich das lesen. Und ich freue mich da schon sehr auf dieses Buch. Ne? Das, glaube ich, kann man auch, ohne es gelesen zu haben, jedem FC-Fan einfach mal blind empfehlen. Und ja, also wir wissen ja, wer es geschrieben hat, und da haben natürlich die beiden das Herz am rechten Fleck. Das ist so. Das ist so. Jo, gut, dann kommen wir noch zur Saisonwette. So, jetzt kommt dein großer Auftritt, Marco. Ja. Also, zu Tor 0. Modest, Nein. nein. Tor Tor Modest, Modest, nein. nein. Gelbe FC Karte, Frauenklasse. Baumgart, nein. Nee, Kevin McKenna, aber leider nicht Steffen Ja, es Baumgart, also leider ist. für uns. Ja. Ich sag mal ganz ehrlich, nein. Benno Schmitz in Kicker-Elf des Tages, nein. Dann bleiben nur die U23 Spieler, die das ausgleichen müssen. Ja, Thielmann, Kilian und Özcan. Also drei an der Zahl. Also 1,50. Genau. So, dann sind wir bei 1,50 € dazu extra. Und das ergibt dann in der Summe 119 € nach 12 Spieltagen. Schon ordentlich. Und immer dran denken, der Tom will ja 50% draufschmeißen. Dann sind wir schon bei 180. Das ist schon gar nicht so verkehrt. Ja, ne? Ich glaube, letzte Saison, trotz der Anfangssiege unter Gisdol, hätten wir da jetzt weniger im Topf. Ja, das auf jeden Fall. Aber da hätten wir auch andere Kategorien genommen. Da hätten wir nicht gelbe Karte, Markus Gisdol genommen, sondern sowas wie wird zum schönsten Mann Deutschlands gekürt oder so. Da hätten wir wahrscheinlich eine höhere Siegchance gehabt als bei irgendwelchen Toren von irgendjemand anders, ja. Jetzt ja auf jeden Fall, ja, das stimmt. Na gut, dann haben wir es doch geschafft für heute. Dann bleibt mir nur, uns ganz herzlich zu bedanken bei unserem Gast, bei Moritz. Vielen Dank, dass du da warst, Moritz. Ja, danke schön, dass ich dabei sein durfte. Immer gerne wieder eingeladen. Willst du noch irgendwelche Werbung für irgendwas machen? Hast du irgendwelche Blogs, Twitter-Kanäle, sonst irgendwas? Ja, man kann mir folgen, auch unter meinem Namen einfach Moritz Jans bei Twitter. Das ist nicht ganz so spannend, aber wer trotzdem Lust hat, einfach mal zu schauen. Sonst soweit nicht. Ein OnlyFans-Account wie Marco? Nee, noch nicht. Noch nicht, kommt So vielleicht noch. verzweifelt bin ich noch nicht. Wie viele neue Follower musst du kriegen, um den Account aufzumachen? Okay, ich sehe, du willst dich nicht festlegen. Ist auch besser so. Es gibt andere Auswege. Es muss niemand wie der Marco so abrutschen, sozial. Also es gibt Auswege. Ich kann dir auch gerne Kontakte vermitteln, Marco, ne, wenn du aussteigen willst. Ja, das ist so wahr. Genau, und dieser junge Mann mit seinem vielleicht oder vielleicht auch nicht existierenden OnlyFans-Account war der Sänger von Hattingen, der Ruhrpott-Tennis, der Marco. Vielen Dank, dass du da warst, Marco. Nicht dafür immer gerne, immer gerne. Willst du es noch hier raussingen aus der Folge quasi? Also rausschunkeln irgendwie. Nee, ich hab erst überlegt, ob ich noch mal Dietmar Hopp singe, aber Dietmar Hopp wird von mir hier nicht mehr erwähnt. Der hat mein Lied noch nicht mal mehr verdient. Wir hätten Also noch so würden Sie eine. Kimmich oder so von einem Hopschen-Impfstoff oder so vielleicht impfen lassen? Mich warten Sie darauf. Kann Das sein. kann natürlich sein.
Das, Was soll ich, das denn also ergeben? tatsächlich, als irgendwann Kimmich sagte, er wartet auf einen speziellen Impfstoff, habe ich gedacht, so, ach, wenn das der Impfstoff von Dietmar Hopp ist, dann kannst du mal lange warten, aber Er will ja auch einen Brotimpfstoff haben, ne, hat er ja ja, gesagt. genau. Ja. Naja, aber es würde Sinn ergeben. Wenn ich gechippt werde, dann will ich nur von SAP gechippt werden und nicht von die Microsoft, den Ja. Amerikaner. Ja. Naja, ich glaube, wir beenden es an dieser Stelle. Mein Name ist Dennis, ich bin auf Twitter der @KYLennep. Und wenn euch gefällt, was wir hier für ein Bullshit labern über Markus Anfang, über Dietmar Hopp, über Joshua Kimmich und manchmal auch über den 1. FC Köln, dann überlegt doch mal, ob ihr erwägen möchtet, uns eine Spende zukommen zu lassen. Das könnt ihr tun unter www.trotzdemhier.de/spenden. Das geht per PayPal, per Banküberweisung oder per Ko-fi. Und damit helft ihr uns, diesen Podcast hier am Laufen zu halten, weil der macht natürlich Arbeit, also der macht Arbeit, okay, aber auch Geld, Aufwand nötig, weil wir ja einen Cloud-Service bezahlen müssen, wo das hochgeladen wird, ein Programm bezahlen müssen, um die Audioqualität so ein bisschen raufzuschrauben und gegebenenfalls auch Chapter-Marks zu setzen. Ja, und das kostet eben alles Geld. Ist ja nothing in life is for free. So auch leider hier diese Podcast-Betreibung nicht. Und deswegen hilft das immer, wenn man so ein, zwei Euro von euch bekommt. Oder auch nur 50 Cent helfen schon weiter. Da haben wir uns sehr gefreut über die Vergangenheit, wo schon richtig viel Geld reingekommen ist. Also vielen Dank an alle Spenderinnen und Spender, die wir jetzt namentlich leider nicht erwähnen dürfen, weil wir da nicht das Einverständnis geholt haben. Aber fühlt euch bitte alle hier ganz, ganz herzlich und ausdrücklich euch bedankt. Ja, und wenn ihr da auch Bock drauf habt, wie gesagt, www.trotzdemhier.de/spenden und nehmt bitte alle zahlreich an der Aktion Mittagstisch der wilden Horde teil. Jo, das war's. Wir drei sind raus und wir sind vor allen Dingen trotzdem hier.